Die Militärmesse ITEC ist eine Messe, auf der Techniken dargestellt werden soll, wie man auf dem virtuellen Schlachtfeld, also das heißt ohne Panzer, sondern zum Beispiel mit Drohnen, besser und zielgenauer Krieg führen kann. Eine Messe, auf der Vertreter aus über 60 Staaten kommen, also auch Saudi-Arabien, Türkei und so weiter werden dabei sein, die da Hand in Hand, sage ich immer, über die Messe marschieren werden, um gemeinsam zu gucken, wie sie sich später umbringen können. Weil das ethisch mit den Richtlinien des Landes und der Stadt nicht vereinbar ist, weil die Stadt sagt, wir wollen eigentlich, Gott sei Dank, seit 2016 kein Geld mehr in Militärtechnik, in Waffen anlegen. Das Land sagt, wir wollen die Menschenrechte schützen, wo das Land sich selbst verpflichtet hat. Beide sind ja gemeinsam Eigentümer dieser Messe. Und da sagen wir, so eine Messe, auf der das Töten gelernt wird, auf der das Morden vielleicht auch gelernt wird, weil wir nicht wissen, wann und wo diese Waffen eingesetzt werden, wie von Staaten wie Saudi-Arabien oder der Türkei, die gehört hier nicht hin. Die passt nicht zu den Richtlinien in dieser Stadt. Wir halten das ethisch nicht für vertretbar. Während der Rüstungsmesse ITEC werden wir eine 56-stündige Mahnwache vom Anfang bis zum Ende der Militärmesse durchführen, damit diese Messe nicht einfach geräuschelos, wie es die Initiatoren eigentlich wollen, ablaufen kann, sondern Öffentlichkeit da ist. Wir haben einen Anspruch darauf, zu wissen, was passiert da. Da werden Kriegstechnologien entwickelt, von denen wir nichts wissen, aber die Vertreter aus Saudi-Arabien und der Türkei erfahren, aber wir selbst dürfen davon nichts wissen.